Dies ist unsere neue Testkiste zum Thema Genetik. Wie gewohnt unsere Einräumübersicht. Die lege ich erstmal hier zur Seite, damit wir ein bisschen besser zum Inhalt kommen können. Dieser Messzylinder, der daneben steht, der ist Bestandteil des Sets. Ich habe ihn aber jetzt mal draußen stehen, weil ich für den Versuch gleich schon mal was vorbereitet habe. Da ist schon mal Wasser drin. Dann ist eine Kernkomponente das neue BlueGel Gel-Elektrophorese-System. Das stelle ich hier schon mal hin. Das ist die Gelkammer. Das ist das Tablett zum Gelgießen. Dann sage ich da gleich noch was zu. Das ist das Netzteil für die Gel-Elektrophorese und die Dunkelkammer. So, des Weiteren sind da drin ein Becherglas, 100 ml, Organmalerkolben 100 ml. Neues Highlight, das ihr Leben leichter machen wird, nämlich die 3-in-1 Agarose-Tabletten. Da ist Agarose schon fertig abgewogen in Tablettenform. Dazu ist in den Tabletten schon Salz für TBE-Puffer und ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem man dann DNA und RNA im Gel hinterher sichtbar machen kann. Spitzen für die Pipette. Eine Pipette. Schutzbrille, denn Sicherheit beim Experimentieren muss sein. Und ein Löffelspatel, mit dem man dann diverse Sachen noch abwiegen kann und auch mit dem Ende Luftblasen aus dem Gel rausfischen, wenn das nötig wird. Jetzt gießen wir zusammen ein Gel. Dazu nehmen wir die 3-in-1 Agarose-Tabletten. Nehmen mal ein paar aus der Packung. Und es ist wirklich kinderleicht, einfach knick, knack auf, rein, alles rein. So, dann nehmen wir das zur Seite. Hier ist es jetzt drin. Dann, dafür hatte ich das vorhin vorbereitet, einfach das Wasser drauf. Und aufkochen. Entweder auf einer Heizplatte oder wer es hat, was ich sehr empfehlen kann, in der Mikrowelle. Einfach so 30 Sekunden und dann ist das fertig. Ist natürlich deutlich schneller als mit einer Heizplatte. Wir machen es hier mit einer Heizplatte. Schön aufdrehen und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis es aufkocht. So, und wie Sie sehen, kocht unser Gel jetzt bereits. Allerdings muss man da ein bisschen aufpassen, nämlich wenn man genau hinschaut, dann sehen Sie diese Körner, dieses durchsichtige Agarosepulver noch. Und dann ist unser Gel noch nicht fertig. Das muss komplett aufgelöst sein und durchsichtig. Also nochmal eine Runde länger. So, jetzt hat sich mittlerweile wirklich alle Agarose aufgelöst und wir können die Heizplatte ausschalten. So kochend heiß würde ich das noch nicht rüberschütten, ruhig einen Moment warten und die Zeit können wir nutzen, um ein bisschen das System genauer zu erklären. Und zwar haben wir hier unser Gelgießtablett mit zwei Gel-Trays. Die tue ich jetzt mal kurz zur Seite, damit ich Ihnen die Unterseite zeigen kann. Nämlich hier, das ist ganz praktisch, eine Ablage für die Kämme. Und dieses System kommt mit zwei Kämmen, einmal für große und für kleine Taschen. Die kann man entweder beide zusammen für ein Gel einsetzen. Dann hat man halt bis zu 26 Taschen, wenn man die kleine Seite nimmt, in einem Gel. Da muss man sich halt immer genau überlegen, welche Lauffläche man benötigt und wie viele Proben man hat. Oder man kann parallel zwei Gele gießen und dann halt in jedes einen Kamm stecken. So, und dann einfach, so wie es ist, das Gel hineinschütten. Luftblasen, die dabei entstehen können, einfach mit dem Löffelspatel zur Seite ziehen, damit sie hinter ihrem Gel nicht stören. Und nur noch warten, bis das Gel abgekühlt ist und schon ist es einsatzbereit. Ganz einfach, kein Zusammensuchen irgendwelcher Chemikalien mehr. Hier kann nichts auslaufen, das ist ein abgeschlossenes System. Super easy und schnell. So, in der Zwischenzeit ist unser Gel hart geworden. Und wer jetzt ein bisschen beschleunigen möchte oder kann, ein paar Minuten im Kühlschrank reichen völlig aus und ist es hart. Aber wie Sie sehen, ist eh relativ klein im Vergleich zu anderen herkömmlichen Gelkammern. Das spart Materialien, aber natürlich auch Zeit.
Zeit, in der die Prozedur läuft, aber auch, dass das Gel in der Form hart wird. Aber zurück zu unserem Tray hier. Den Kamm kann man einfach wie gewohnt nach oben wegziehen. Wenn er sich ein bisschen sperrt, einfach festhalten, nach oben wegziehen, fertig. Und so wie das ist, kann man das Gel nun in die dazugehörige Laufkammer stellen. Die gehört mit zu diesem Blue Gel Forese Gerät, passt nur in eine Richtung rein. Hier sieht man so eine kleine Nase und die verhindert, dass ein Schüler das Fallschirm reinsteckt. Es geht wirklich nur in eine Richtung. Und auch der Tray passt nur in eine Richtung. Ja, hier sind so zwei Nasen, hier ist eine Nase. Einfach gerade runter, zwei Nasen, eine Nase und es sitzt. Die Taschen sind oben, da wo sie hin sollen. Der Schüler kann es also nicht falsch rumpolen. Jetzt einfach nur noch ein bisschen Laufpuffer drüber. Und es kann praktisch schon losgehen. Und Sie sehen, wir haben hier ein kleines Netzteil liegen. Im Unterschied zu herkömmlichen Gelforese-Apparaten wird hier keine Hochspannung benötigt, also auch kein zusätzliches kostspieliges Netzteil, sondern das ist hier inklusive. Einfach so, wie es ist, in die Steckdose und los geht's. So, nun kommen wir zum Laden des Gels und dazu brauchen wir unser Blue Gel Elektrophorese-System mit dem Gel im Laufpuffer, eine 20 Mikroliter Pipette, die Pipettenspitzen, den Deckel vom System, unsere Dunkelkammer, die ich gleich dann zeigen werde, und ein Smartphone, was jeder von Ihnen haben wird, und Proben zum Auftragen. Dann einfach eine Spitze auf die Pipette. Probe in die Pipettenspitze und das Gel laden. Nach jeder Probe die Spitze wechseln, damit man sich keine Kontamination einfängt. Die nächste Spitze mit der nächsten Probe. Und die nächste Probe. Und dann haben wir noch eine Probe. So, und wenn man all seine Proben geladen hat, einfach den Deckel drauf, auch der passt wieder nur in eine Orientierung. Man kann hier nichts falsch polen. DNA ist negativ geladen, bewegt sich also im elektrischen Feld zum Pluspol. Einfach den Deckel gerade drauf, Stecker haben wir schon reingesteckt, anmachen und los geht's. Diese Dunkelkammer draufsetzen. So, in dieses Loch ist die Aussparung für Ihre Handykamera. Dann einfach anmachen. Und mit der Belichtungseinheit wird dann visualisiert, wie sich die Proben im Gel auftrennen.